Ja, die wichtigsten Unterschiede. Eigentlich, wenn man jetzt sieht, vom Handling her, man braucht natürlich jetzt am Anfang ein bisschen mehr Zeit, um die ganzen Einstellungen zu machen an der Scheibenwand. Nur wir denken, im Endeffekt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es genauso das Handling so wirkt wie auch bei der normalen Felgenbremse. Der Sicherheitsfaktor für den Rennfahrer ist besser, die Felgen erhitzen sich nicht mehr so stark, die Reifen können mehr oder weniger nicht mehr runterspringen. Also ich persönlich bin die Scheibenbremse jetzt noch gar nicht gefahren am Straßenrad, aber das Feedback der anderen ist eigentlich so, dass man schon merkt, dass die Bremskraft sofort da ist, auch im Regen, dass die Bremskraft auch viel höher ist als an der Felgenbremse. Wobei ich gespannt bin, wenn ich es mal selbst ausprobieren darf. Ich glaube, ich habe schon vor 4 oder 5 Jahren die ersten Scheibenbremsen auf der Straße getestet. Es hat sich seitdem einiges getan, vor allem in der Feinabstimmung. Für uns als Team ist im Moment halt noch eher so ganz praktische Dinge das Problem. Der Transport, die Lagerung, der Radwechsel, da sehen wir halt im Moment noch die Probleme und arbeiten daran, möglichst praktische Lösungen zu finden, dass alle anderen Dinge halt auch genauso schnell und genauso sicher funktionieren. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, dass die Scheibenbremse das technisch überlegenere System ist, ist klar. Es geht da im Moment eher nur um die Abstimmung, um die Modulation. Ja, für mich gibt es nur eine Version, entweder alle oder keiner. Da entstehen einfach verschiedene Bremswege und das kann zum Problem werden. Ich denke auch, dass es die Zukunft ist am Fahrrad. Nur braucht es im Rennsport eben noch ein bisschen Zeit, um gewisse Sachen zu entwickeln. Die Zukunft wird dahin gehen und auch für einen Otto-Normalverbraucher, der wechselt seine Laufräder nicht so oft wie wir, sag ich mal, im Rennen oder die Reifen oder sonst irgendwas. Also für Otto-Normalverbraucher wird es auf jeden Fall besser sein, sich jetzt, wenn er sich jetzt entscheiden sollte, vielleicht schon für den Scheibenbremsenfahrer zu entscheiden, weil dadurch ist er den anderen um 3 bis 4, 5 Jahre voraus.